Meine Sommertour fand heute ihren krönenden Abschluss in Berlin. Vormittags haben wir die hausbesetzenden Seniorinnen und Senioren in der Stillen Straße besucht. Und das ist schon beeindruckend. Und ihr Kampf zeigt, glaube ich, sehr deutlich, wie notwendig es ist, dass öffentliche Begegnungsstätten immer wieder angeboten werden. Außerdem war ich in der Paula Panke und beim Förderband. Und das sind beides Projekte, wo super tolle Arbeit geleistet wird. Aber das sind leider auch beides Projekte, die sehr unter dem Wegfall und quasi der Abschaffung des ÖBS nach dem Ende von Rot-Rot leiden. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, Paula Panke hatte eine großartige zeitgemäße Form von Kinderbetreuung angeboten, wo Frauen über 50, die nur schwer einen Job im ersten Arbeitsmarkt gefunden haben, in Familien gegangen sind und dort auch außerhalb der üblichen Kita-Öffnungszeiten Kinder betreut haben, damit zum Beispiel junge Eltern, die im Kreativbereich arbeiten oder außergewöhnliche Arbeitszeiten haben, trotz alledem ihrer Arbeit nachgehen können. Und dieses Projekt musste leider eingestellt werden, jetzt mit dem Ende vom öffentlichen Beschäftigungsverfahren. Sektor. Und zum Abschluss des heutigen Berlin-Tages war ich mit Gesine Lötsch in einer Schule und auf Einladung von Gesine hat dort eine junge Frau aus Griechenland einfach mal erzählt, was die Kürzungsmaßnahmen in Griechenland auch real für das Leben bedeuten. Und das war sehr berührend und hat mich nur noch mal mehr darin bestärkt, dass der Weg der Kürzungsauflagen definitiv der falsche Weg ist zur Rettung des Euros.